Schlangen gehören zu meinen Lieblingstieren. You're all right, mate. You're all right. Ihr Biss kann tödlich sein. Oh, jetzt wird sie richtig sauer. This one's getting really, really grumpy. Hallo, ich bin Steve Irwin. Bei diesem Abenteuer nehme ich euch mit zu einem Ort, den nur Terry und ich kennen. Ein geheimes Tal voller Reptilien. And it's chock-a-block full of reptiles. G'day. G'day. Here we go again, adventuring. Where the wild, wild, wild creatures hang. We're gonna have a gorgeous. G'day. Don't muck with it. Wir fahren mit euch zu einem meiner Lieblingsorte, zum geheimen Tal der Reptilien. Dort warten eine Menge toller Tiere auf uns. Und du, Sui, kommst natürlich auch mit. Rein mit dir. Braves Mädel. There's a girl. Wir sind bei diesem Trip völlig unabhängig. Wir haben nicht nur unsere Campingausrüstung, sondern auch ein Boot dabei. Damit wollen wir an diesem geheimen Ort eine der giftigsten Schlangen Australiens aufspüren. Das wird sicher spannend. Also los, schnappen wir sie uns. Auf unserer Reise durchqueren wir die Eukalyptuswälder im Südosten von Queensland. Wenn man auf diesen Pisten durchs Outback fährt, weiß man nie, was einen als nächstes auf der Straße erwartet. Kleinere Tiere bewegen sich hier so selbstverständlich wie im Busch. Reptilien sonnen sich auf der Fahrbahn, Nager suchen dort nach Futter und Vögel lassen sich Insekten schmecken. Mit seinen Adleraugen wird Steve unterwegs bestimmt irgendetwas entdecken. Wie das da? Ja, da vorne. Seht euch diesen Brummer an. Das ist eine besonders prachtvolle, gemeine Bronzenatter. Sie hat eine wunderschöne olivgrüne Färbung. Wenn sie erregt ist, bläht sie ihren Hals auf. Guckt euch diese herrliche Natter an. Sie ist nicht giftig. Mit ihren spitzen Zähnen packt sie ihre Beutetiere, überwältigt sie und verschlingt sie. Seht ihr diese Schwellung an der Seite? Sie stammt von einem Wurm, der unter der Schuppenhaut sitzt. Sie nimmt diesen Parasiten mit der Nahrung auf, die hauptsächlich aus Fröschen besteht. Besonders schön ist ihr Kopf. Ich wette, das ist der schönste Natternkopf, den ihr jemals gesehen habt. Wirklich hübsch, nicht wahr? Die untere Hälfte des Kopfes und auch der Hals sind bei der gemeinen Bronzenatter goldgelb gefärbt. Am Bauch reihen sich diese wundervollen großen Schuppen aneinander, die sogenannten Bauchschienen. Damit kriecht die Schlange ruckzuck jeden Baum hoch. Meist trifft man sie allerdings im hohen Gras an, wo sie Frösche jagt, die hier in Massen vorkommen. Erstaunlich, wie weit sie sich nach vorn strecken kann. Sie braucht nur die hintere Hälfte ihres Körpers, um sich zu stabilisieren. Mit der vorderen Hälfte kann sie frei in der Luft schweben. So gelangt sie auf Bäumen von einem Ast zum anderen. Werft nochmal einen Blick auf ihre querliegenden, kantigen Bauchschienen. Sie unterstützen diese flinke und bewegliche Schlange beim Klettern, denn sie geben ihr guten Halt. Die gemeine Bronzenatter. Sie frisst Frösche und ist ungiftig. Sie stellt für mich keine Gefahr dar. Ist sie nicht ein Prachtstück? Komm, Süße. Ich weiß, du möchtest zurück ins Gras. Los, ab mit dir. Ich liebe Bronzenattern. Das größte Tal der Welt ist das Rift Valley in Afrika. Unser Ziel liegt in einer entlegenen Ecke mitten in der australischen Wildnis. Unterwegs kann man weder tanken noch einkaufen. Deshalb muss man bei so einem Trip genügend Sprit, Wasser und jede Menge zu essen mitnehmen. Wir wären aufgeschmissen, würde uns irgendetwas davon ausgehen. Nachdem wir die Piste verlassen haben, geht es weiter auf kleinen Wegen, die noch aus der Pionierzeit stammen. Die meisten sind völlig zugewachsen. Offenbar ist hier seit Jahren niemand mehr entlang gefahren. Typisch für diese Region ist diese subtropische Vegetation. Im Gegensatz zum tropischen Regenwald im Norden von Queensland
ist dieser Wald lichter und nicht so hoch. In ihm fehlen auch die gigantischen Eukalyptusbäume, die man in anderen Gegenden antrifft. Hier stößt man eher auf Feigen, Myrtengewächse, Lillipilli-Bäume und kleinere Fruchtgehölze. Außerdem findet man in solchen Wäldern zahllose Rank- und Kletterpflanzen, die im Unterholz wuchern. Und wisst ihr was? Das ist ein ideales Plätzchen für Schlangen. Es dauert nicht lange und schon hat Steve eine entdeckt. Hey, hey, hey. You're all right, mate. You're all right. Es ist eine Kleinaugenotter, eine sehr giftige Schlange. Alles okay, Kumpel? Beruhig dich. Sobald man sie anfasst, werden sie stinksauer. Normalerweise sind sie nicht besonders angriffslustig, sondern nehmen Reißaus, wenn man ihnen begegnet. Allerdings kommt es hin und wieder zu Bissunfällen mit tödlichen Folgen. Mann, ist der Bursche wütend. Ich muss ziemlich aufpassen, damit er mich nicht erwischt. Ein Biss dieser Giftnatter ist äußerst schwer zu behandeln. Das Tückische ist, dass ihr Gift einen nicht sofort außer Gefecht setzt, sondern nach und nach die Muskeln lähmt. Nach 3 bis 4 Tagen versagen schließlich die Herzmuskeln ihren Dienst. Das Herz setzt aus und man stirbt. Doch die Tiere beißen einen in der Regel nur, wenn man sie anfasst, auf sie drauftritt oder versucht, sie zu töten. Und das sollte man auf keinen Fall tun, wenn man nicht lebensmüde ist. Kleinaugenottern haben sich auf die Reptilienjagd spezialisiert. Sie fressen Agamen, Skinke und kleinere Schlangen. Im Unterholz zwischen den Ranggewächsen sind sie gut getarnt. Es sind nachtaktive Tiere. Aber an kühleren Tagen wie heute kommen sie aus ihren Verstecken und suchen sich sonnige Stellen im Wald, wo sie sich aufwärmen können. Hey, beruhig dich, mein Freund. Sie haben eine wunderschöne schwarze Färbung. Ihre Giftzähne sitzen vorne im Oberkiefer. Hey, sachte. Besser, ich lass ihn wieder frei. So, und ab die Post. Das war also die Kleinaugenotter. Ein Teppichpython. Du bist aber hübsch. Na, wo willst du hin? Wie ihr seht, umschlingt er sofort den Ast, weil er sich von mir bedroht fühlt. Keine Angst, ich tue dir nichts, Süßer. Durch die Musterung seines Schuppenkleids ist er sehr gut getarnt, wenn er sich an seine Beute heranpirscht. Wahrscheinlich wollte er sich jetzt bei Tag ein sonniges Plätzchen suchen, um in aller Ruhe seine Mahlzeit zu verdauen. Der Teppichpython ist nachtaktiv. Erst bei Anbruch der Dunkelheit begibt er sich auf die Jagd. Dann fängt er zum Beispiel Riesengleitbeutler, Gleithornchenbeutler oder Kurzkopfgleitbeutler. Werfen wir einen Blick auf sein Maul. Mit den Temperatursinnesorganen an den Lippenschilden und seiner gegabelten Zunge spürt er seine Beute auf. Normalerweise verspeist er Tiere, die nicht breiter sind als er selbst. Aber wenn er Ober- und Unterkiefer aus den Gelenken löst, kann er sein Maul extrem weit aufreißen und ohne Probleme ein Opfer verschlingen, das bedeutend größer ist als sein Körperumfang. Okay, kriech lieber auf diesen Stamm, bevor du mich noch beißt. Viel Spaß in der Sonne und eine erfolgreiche Jagd. Auf diesen Granitfelsen, die hier überall vorkommen, braucht man nur auf einen relativ kleinen Baum zu steigen und schon hat man eine wundervolle Aussicht auf die gesamte Landschaft. Ich finde es erstaunlich, wie es diese Bäume schaffen, in dem bisschen Erde Wurzeln zu schlagen und auf diesen Felsen so prächtig zu gedeihen. Das ist echt irre. Quite amazing, really. Hier finden alle möglichen Tiere Unterschlupf. Insekten, Amphibien, Reptilien, große Säugetiere und natürlich eine Vielzahl von Vögeln. Oh, ich wette, da unten hat sich bestimmt jemand versteckt. Schwärmer.
Sie haben sich in den Schatten dieser großen, mit Farn bewachsenen Granitfelsen zurückgezogen, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Hier sitzen zwei von ihnen gleich nebeneinander. Einer schlägt heftig mit den Flügeln. Er ist wahrscheinlich ein wenig aufgeregt, weil ich in seiner Nähe bin. Sein Kollege verhält sich noch ganz ruhig. Alles okay. Komm zu mir. Am Tag fliegen sie nur sehr ungern. During the day, settle down now. Look at the beautiful moth. Seht euch diesen wunderschönen Falter an. Er ist ziemlich groß. Einige Arten werden sogar noch größer als unser Freund hier. Am besten setze ich ihn wieder zurück auf seinen Felsen. Er mag kein Sonnenlicht. So halte ich gut fest. Seht mal da drüben. Nashornkäfer. Hallo, wie geht's euch? Ja, ich habe euch entdeckt, Mädels. Na komm. Oh, sie setzt gleich ihren Abwehrmechanismus in Gang. Da ist noch ein Weibchen. Hört ihr? Hört ihr das? Komm, zeig uns, wie schön du zischen kannst. Mit diesem Zischen versuchen die Käfer, Feinde abzuschrecken. Wenn ein Fressfeind sie entdeckt, zischen sie wie verrückt, um ihn mit diesem merkwürdigen Geräusch zu irritieren. Etwa so. Während sich der Angreifer erstaunt fragt, was ist denn das für ein komisches Tier, haben die Insekten Zeit, davon zu krabbeln oder wegzufliegen. Wie viele Käfer haben sie Flügel, die von den harten Flügeldecken geschützt sind?